Peter Bosch wirkte zerknirscht. Die große Euphorie dahin. 1:1 in Nikosia. Enttäuschend, spielerisch, zum Teil erschreckend. Überzeugende Erklärungen hatte der Trainer dafür nicht. Wir haben uns Torschance herausgespielt, vor allen Dingen Torschüsse. Aber der Abschluss war nicht gut. Wir haben viele Bälle oben oder neben das Tor geschossen. Und wenn man gegen so einen defensiven Gegner spielt, dann ist es immer wichtig, das erste Tor zu schießen. Dann wird es öffner. Das passierte nicht. Wenn dann am Ende der ersten Halbzeit auch das Tempo runtergeht, dann wird es schwieriger. In der Bundesliga ist der BVB noch Erster. Aber wie schon gegen Leipzig wurde auch in Nikosia deutlich, wie wenig gefestigt die Mannschaft ist. Im Fußball ist es unmöglich, dass man jedes Spiel mit Superfußball gewinnt. Das gibt es nicht. Also jetzt sind wir, was ist, Ende Oktober. Das in einer Woche wir zweimal nicht gewinnen. Das darf einer Mannschaft wie Dortmund nicht passieren, aber das passiert. Und dann ist es wichtig, dass wir gerade jetzt eine richtige Mannschaft sein. Das heißt, dass wir einander unterstützen. Das Achtelfinale ist kaum noch zu erreichen. Das erste Saisonziel schon früh so gut wie verpasst. Man muss ehrlich sein, das ist sehr schwer, weil auch das Resultat in Madrid 1:1, das war nicht günstig. Auch wenn wir hier gewonnen haben, war das immer noch ungünstig gewesen. Wir müssen versuchen, diese letzten drei Spiele zu gewinnen. Trotz eines erneuten Patzers dürfte Torwart Roman Bürki weitere Chancen erhalten. Roman hat uns diese Saison sehr oft geholfen. Er war viele Male sehr entscheidend für uns. Das passiert mal. Und jetzt muss auch die Mannschaft dann für Roman da sein. Also da sind auch Spieler, die am Ende das Tor nicht treffen. Da sind auch Spieler, die andere Fehler machen. Jetzt war es auch Roman, stimmt. Der Trend ist negativ. Peter Bosch wird in den nächsten Wochen kritischer beäugt werden.